Das Broad Institute ist eine Kooperation von MIT und Harvard und das ist in Cambridge. Cambridge, das ist ein Stadtteil von Boston und da ist eben das MIT und da ist die Harvard University. Mein Name ist Sebastian Stark, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Kelkheim im Taunus, das ist in der Nähe von Frankfurt. Da habe ich an der Goethe-Universität Chemie studiert. Ich interessiere mich hauptsächlich für chemische Biologie und wie man mit den Mitteln der Chemie die Biologie besser verstehen kann. Mir war es wichtig, in meinem Studium Auslandserfahrung zu sammeln. Und die Masterarbeit ist ein sehr schönes, abgeschlossenes Projekt. Ich habe eine lange Zeit gebraucht, um einen Platz zu finden, wo ich wirklich hingehen wollte. Da bin ich auf den Arbeitskreis von Stuart Schreiber gestoßen, dessen Forschung eigentlich genau mein Interessenprofil widergespiegelt hat. Und hier bin ich jetzt. Das Bayer-Stipendium war eigentlich das Einzige, was genau auf mein Forschungsprojekt gepasst hat. Und was es noch auszeichnet, ist besonders die große Flexibilität, weil man ein individuelles Projekt vorstellen kann. Man bekommt die Gelegenheit, es tatsächlich dem Auswahlkomitee persönlich auch zu präsentieren. Die Zusammenarbeit hier innerhalb des Broad Institute ist sehr eng. Also wenn ich das Broad Institute in einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich Kollaboration sagen. Man arbeitet mit unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Gruppen zusammen, die Grenzen zwischen den Arbeitskreisen verschwimmen. Es findet sehr viel Kommunikation statt und das ist sehr inspirierend, um neue Experimente, neue Ideen zu entwickeln. Der Zugang und Austausch mit meinem Professor ist sehr gut. Stuart Schreiber hat mich gleich am ersten Tag, als ich hier war, hat er einen Termin mit mir vereinbart, dass wir uns kurz kennenlernen können. Als ich hergekommen bin, war ich etwas nervös, weil Harvard University, da sammeln sich leistungsstarke Persönlichkeiten aus der ganzen Welt. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich da mithalten kann, aber muss sagen, dass ich in Deutschland insgesamt sehr gut ausgebildet worden bin. Aber trotzdem ist das Broad Institute und Cambridge insgesamt natürlich ein unglaublich inspirierendes wissenschaftliches Umfeld. Hier gibt es ein extrem vielseitiges Vortragsangebot und dann kann es einem auch mal passieren, dass man Nobelpreisträger über den Weg läuft. Zum Beispiel letztens habe ich an der Harvard University E.J. Corey bei einem Vortrag kennengelernt. Eine Sache, die Cambridge als Wissenschaftsstandort ganz besonders auszeichnet, ist meiner Meinung nach, dass hier Industrie und akademische Forschung so stark miteinander vernetzt sind. Und ich glaube, das ist ein sehr fruchtbares Konzept. Fest steht für mich, dass ich auf jeden Fall auf dem Gebiet der medizinischen Chemie im weitesten Sinne der Arzneimittelentwicklung arbeiten will. Also in einem Job, bei dem ich einen Impact habe auf Global Health. Und das ist in beidem möglich, in der Industrie und in der akademischen Karriere. Das Broad Institute hier ist ein super Beispiel, wie die beiden zusammenarbeiten können.